Liebe Freunde von Studio Z, heute nur für Sie, exklusiv, Volker Heißmann, Martin Rassow, Komödie Fürth, mehr muss ich gar nicht sagen, nur das Beste. Bleiben Sie dran, schauen Sie bis zum Schluss, ist lustig, ist spannend. Dafür nur eine Bitte, wenn Sie uns mögen, wenn Sie die Sendung mögen, wenn es Ihnen gefällt, liken Sie uns, abonnieren Sie den Kanal und drücken Sie die Glocke. Bis gleich. Wie ist das momentan, wenn man nicht spielen kann oder darf? Wir wollten immer auf die Bühne, wollten immer darstellen, wollten immer lustig sein, wollen, dass die Menschen lachen. Wie geht's Waltraud und Mariechen? Sobald Publikum da war, hat es uns wahnsinnig Spaß gemacht. Wir lachen hier mit. Ne? Ja. Es ist nicht bloß, dass der Zuschauer 2 Stunden lacht, sondern wir haben innerlich lachen wir ja auch mit. Franz, alter Schwanz! Und wir waren natürlich alles, dann haben wir nicht mehr Spielfrauen. Ne? Was gibt's denn noch? Mal einfach erzählen. Ja, wir haben einiges an neuen Sketchen vorbereitet. Fasching daheim ist das Motto. Also wenn man schon nicht weggehen darf, kein Straßenfasching hat, keine Hausbälle, keine Faschingsbälle, dann kommen wir wenigstens und wollen am Fasching sondern den Leuten wegen gute Laune geben. Aber ist doch schön einfach mal abschalten und ein bisschen was anders hören und wegen an Spaß haben. Das ist das, was wir doch brauchen. Und ich sage mal, so einen lachenden Höhepunkt, ja, was die dann erreichen werden, werden sie auch nur einmal im Leben haben. Und ja, das allein ist der Stream wert. Okay. Wir bräuchten mehr Schokototten. Einfach spielen, rausgehen, lustig sein, mehr lachende Gesichter sehen. Man gibt doch eh so wenig Geld aus momentan. Da könnte man doch gleich einfach sagen, Mensch, jetzt, ich kann nicht in die Kneipe gehen, kann da nicht hingehen, dann kaufen wir jetzt schon eine Karte, hängen wir es an den Kühlschrank und freue mich. Also dann, wo soll es denn hin, das Geld? Also wenn man es nicht hat. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Studio Z hier auf CFTV. Zu unseren heutigen Gästen brauche ich für die Bayern wenig sagen. Sie sind regional und überregional bekannt, aber sie sind auch über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Sie haben sogar schon den Bayerischen Verdienstorden bekommen für das, was sie können. Boulevard, Komödie. Ich begrüße daher ganz herzlich Volker Heißmann, Martin Rassow, unsere beiden Protagonisten der Komödie Fürth. Das Schmuckstück schlechthin für Theater und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, freue mich. Wir freuen uns auch, hallo. Ja, das ist so schön eingeführt, ja. Also das hat man selten gehört, da geht uns ja das Herz richtig. Ganz ehrlich, auf. 2 Tage lang geübt. Ah, Wahnsinn. Ja, nur 2 Tage? Nur 2 Tage. Ja. Bräuchten wir länger. Gut, bleibt nicht da. Eine Frage vorweg. Wie geht's Waltraud und Mariechen? Ja, die sind unkaputtbar. Also kann kommen, was die haben schon mehr überstanden. Sind ja schon geimpft. Ne? Das wäre meine nächste Frage. Ja, Hochrisikogruppe sind ja über, also Mariechen ist über 90 und der Waltraud ist knapp. Ist noch nicht, da haben wir echt überlegt beim Mariechen, ob es überhaupt noch sich lohnt. Die Frage ist, erste Impfung oder schon beide Impfungen? Ja, beide Impfungen. Beide Impfungen. Ja, ja. Ich wollte beide gleichzeitig Waltraud überzeugen, dass er den Impfstoff einsteckt und dass ich mich impfen kann. Das hat aber nicht funktioniert. Hat noch nicht funktioniert, ne? Aber ja. Aber nichtsdestotrotz, Sie sind beide seit über, naja, eigentlich ja schon von Kindheit an auf der Bühne, aber so richtig professionell seit über 30 Jahren. Ich persönlich habe Sie kennengelernt im Stadtparkrestaurant in Nürnberg zu einer Zeit, als die Sitze noch ein bisschen weniger waren und irgendwann wurde es ja groß, dann musste man in die weite Welt ziehen, also nach Fürth 1998. Wir mussten ja mit unseren Zuschauern mitwachsen. Das hatte ich befürchtet, weil man merkt nämlich eines, und darauf will ich eigentlich hinaus, diese Spiellaune, die auf der Bühne war. Und zu dem Zeitpunkt waren Sie ja beide noch sehr, sehr jung. Also ich war schon etwas älter, aber Jahrgang 67 und 69, wenn ich das richtig sehe, kann man ja zurückrechnen. Diese unbändige Spiellaune und Spielfreude, die schwappte einfach über. Also man saß da drin und ich war begeistert, die anderen alle auch, sonst hätte es ja diesen Erfolg nie gegeben. Wie ist das momentan, wenn man nicht spielen kann oder darf? Also ich glaube, damals war es, und das war das, was unseren Erfolg ausgemacht hat, weil wir wussten ja auch noch nicht alles. Wir haben ja das nicht gelernt, wir sind ja keine gelernten Schauspieler, sondern wir haben halt von klein auf immer spielen wollen. Wir wollten immer auf die Bühne, wollten immer darstellen, wollten immer lustig sein, wollen, dass die Menschen lachen. Und nachdem wir dann Programme entwickelt haben, die wir nicht geschrieben haben, sondern uns nur verständigt haben, wie könnte der Sketch jetzt laufen, haben wir jedes Mal gesagt, und jetzt gehen wir raus, das spielen wir um unser Leben. Und wirklich so war es. Wir haben jeden Abend dann um unser Leben gespielt,
Geld, also positiv gemeint, und haben alles reingeworfen und haben wirklich in diesen 2 Stunden alles vergessen, was außen rum war, haben jeden Strohhalm, der aus dem Publikum uns gereicht wurde, natürlich genommen und haben das leer gesaugt, haben also mit dem Publikum gespielt und haben da so viel gelernt in der Zeit an Spontanität und konnten nichts mehr aus der Fassung bringen. Wir sind ja auch auf vielen Events, Autohauseröffnungen, Hoteleröffnungen, Geburtstage, Hochzeiten aufgetreten. Und das waren zum Teil Locations, wo du nicht auftreten kannst. Aber wir haben es gemacht. Wir sind in einem Lokal aufgetreten, wo 100 Leute gesessen sind. Die Gesellschaft, die uns gebucht hat, waren 12 Leute. Und die anderen 88, denen war es eigentlich wurscht, was wir da machen. Und dann haben wir spielen müssen. Und dann kamen wir hinterher und gesagt, sind Sie mal ruhig, die haben uns doch gebucht. Ne? Und dann haben wir es mit eingebaut und so. Also es kann uns nichts mehr eigentlich erschüttern, großartig. Und das haben wir gelernt. Und daraufhin haben wir unseren Erfolg aufgebaut. Und es hat den Leuten gefallen, dass die gemerkt haben, ja, Mensch, da ist so viel Herzblut dahinter. Wenn das jetzt auch nicht perfekt ist, was sie machen, aber das ist so liebevoll und wie wir das gemacht haben, dass sie wirklich Fans wurden und uns ein Leben lang begleiten. Wir haben jetzt wirklich Menschen, die damals mit einem ganz kleinen Kind gekommen sind und jetzt kommt das Kind wieder schon mit den Kindern, ja, und das Enkel kommt. Also wir begleiten wirklich die Menschen von ein ganzes Leben lang. Von der Wiege bis zur Bahre. Ja, leider sind auch schon viele verstorben, die uns lange begleitet haben. Aber das ist über 30 Jahre, wenn du das magst, da hast du schon Menschen kommen und gehen sehen. Ja, man hat auch weniger das Gefühl, man geht in ein staatlich gefördertes kulturelles Veranstaltungsnovum eines großen Regisseurs, wo man sich dann fesch anziehen muss und still sein muss. Aber man hat immer das Gefühl, man geht zu Freunden bzw. zu guten Bekannten und fühlt sich gut aufgehoben, weil man unterhalten wird. Und ich habe gelesen in der Vorbereitung, Sie selber betrachten Ihre Bühnenleistung gar nicht so sehr als Kunst, sondern eher als Unterhaltungsform. Ist das so richtig? Ja, oder eine Unterhaltungsform. Also ich meine, Kunst ist ja eigentlich alles. Der Begriff Kunst, der hat ja so einen hehren Anspruch, was eigentlich gar nicht stimmt. Nee, das ist alles eine Kunst. Jemand, der einen Klassiker wie Shakespeare was sehr gut spielen kann, ist eine Kunst. Die bildende Kunst ist eine Kunst. Aber auch das ist eine Kunst, was wir machen, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist, glaube ich, das ist die höchste Kunst überhaupt. Es ist halt, glaube ich, die angenehmste Kunst. Wenn es funktioniert, ist es die angenehmste Kunst. Wenn's, also, wenn keiner lacht, dann ist schrecklich. Ist, ne? Aber das ist aber auch keine Kunst, wie man es vorhin gesagt hat. Hat es jemals eine Vorführung gegeben, eine Aufführung, in der mal nicht gelacht wurde? Es gab skurrile Aufführungen. Wir wurden gebucht nach Teneriffa in ein Rio Clubhotel. Und es hat geheißen, dort sind gerade deutsche Wochen und wir sollen an einem Abend spielen. Und dafür kriegen wir quasi 3 oder 4 Übernachtungen umsonst und dafür sollen wir halt auftreten. Und dann kamen wir an dem Abend, wo wir auftreten sollen. Das war gleich der erste, an dem wir angereist sind. Und dann kam so eine Animateurin. Und hat gesagt, auf Englisch erst einmal, was wir jetzt machen und so. Und gesagt, ja, wir machen Comedy und so. Und dann hat sie gesagt, ja, und ob wir denn gut Italienisch können. Und dann haben wir gesagt, wir sind aus Franken, wir sind aus Deutschland, wir machen Deutsch. Ne? Sagt sie, das ist komisch, weil Deutsche sind kaum da. Es sind momentan nur Italiener. Sag ich, wie? Ja, sind Italiener. Und dann tatsächlich, wir haben dann gespielt abends, 600 Italiener, 20 Deutsche. Wir mussten vor den Italienern dann eine Stunde lang Comedy machen, fränkische. Und am Anfang war das nicht lustig für uns, aber wir haben uns dann so einen Spaß draus gemacht. Wir haben mit Händen und Füßen und mit ein paar Sätzen, die wir italienisch konnten, ein paar Wörtern. Speisekarte und ein bisschen Englisch dazu. Englisch und Witze gemacht, die man halt auch so versteht. Und meinen berühmten Witz, wo es um Sprachfehler geht und so. Die haben sich weggeschmissen und wir haben damals sogar danach DVDs verkauft an die Italiener. Also das war so einer der skurrilsten Auftritte, an den ich mich erinnere. Ich habe auch noch einen ganz skurrilen, unvergessen, in Zeidlerschloss in Feucht. Das ist Jahrzehnte her. Es war eine Veranstaltung, ich möchte nicht sagen, von wem, das ist ja auch uninteressant, es waren viele jüngere Unternehmer da und wir kamen hin und der Veranstalter sagt, bitte machen Sie mehr, die Stimmung ist so schlecht. Und wir waren für eine halbe Stunde gebucht, dann machen wir halt ein bisschen mehr. Aber wir haben uns einen Wolf gespielt, wir haben alles, was wir im Programm hatten, haben wir da gemacht. Es hat
so gut wie keine Sau reagiert. Und Folge hat er doch gesungen und ich habe Stand-up gemacht und Opern und alles Mögliche. Da ging nichts. Die hatten einfach keinen Bock, die Leute. Das war die schlimmste Dreifahrtstunde. Das habe ich nie vergessen. Die wollten nicht. Damals hat man halt noch gesagt, gut, wir haben sich engagiert. Wir müssen, ne, heute wieder so, okay, wenn ihr nicht wollt, geben haben. Also dann, ich weiß nur, dass wir im Zeitlerschloss einen Geburtstag gespielt haben, am 50. Und wir haben gespielt und dann kam eine, und das war ganz lustig, und dann kam eine Dame, die später zu spät kam, und im Zeitlerschloss muss man ja so ein paar Stockwerke hoch, so wie bei euch hier im Studio, und wir spielen und plötzlich hörst du eine Stimme hinten und das Geburtstagskind hieß Franz. Franz, alter Schwanz! Und dann waren natürlich alles, dann haben wir nicht mehr Spielfrauen. Also mit nächster Szene, Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Aber ein schönes weiß ich auch noch, das war eine Hochzeitsfeier im Atrium Hotel in Nürnberg. Und nachmittags unser Auftritt, man hat uns geschenkt und naja, es war so lala, die Stimmung, ne? Das hat irgendwie die Leute auch nicht so interessiert. Ja, dann sind wir raus, wegen Frustig kann man nicht sagen, aber es ist schade, dass sie nicht gelacht haben. Dann kommt der Brautvater und sagt, macht eine Zugabe. Sag ich, naja, aber die Stimmung ist nicht, komm, macht eine, aber die Stimmung ist nicht, packt sein, legt ein paar Scheine auf den Tisch. Okay, dann sind wir da raus, Zugabe gespielt, hat immer noch keinen interessiert. Ne? Wie der Zug, nur der Brautvater, der hat gelacht. Dann kam der nochmal. Nochmal ausgepackt. Da haben wir halt nochmal ein Sketch mal keine Sau mehr gelacht. Aber da haben wir sehr gut verdient am Samstag und dann war es wieder wurscht. Dann war es, ja, okay, gut. Das ist oft, oft ist ja die Gage Schmerzensgeld. Ne? So heißt es ja. Man, die Leute können ja nichts dafür, oft die sind auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit, wollen halt gar keine Einlage. Aber die Veranstalter meinen, das wäre jetzt toll. Gibt es einen bestimmten Typus vom Publikum, wo man sagt, das sind die dankbarsten? Dankbar sind die, die freiwillig. Ist das jedes Mal was anderes? Eigentlich am dankbarsten sind die, die freiwillig kommen und sich schon wochenlang darauf freuen, dass sie jetzt das Programm sehen können. Weil die haben so eine Offenheit. Das muss auch was wert sein. Ne? Die müssen auch, sollten auch bezahlt haben dafür. Oder die sollten wissen, dass das auch was kostet, was da jetzt gerade passiert. Weil oft bei Betriebsfesten oder so ist ja das denen egal. Da denkt sich der Chef, Wahnsinn. Stimmt, die werden ja einfach. Ich hole es da, haben wir ja schon erlebt, bei der Nürnberger Versicherung hatten wir Riesen 100-Jahr-Feier, war das, glaube ich, damals. Und dann ging es hier um Stargäste wie Shirley Bassey und da waren Hunderttausende von dem Gespräch, was das gekostet hätte. Aber den Mitarbeitern selber ist doch das relativ wurscht. Die wollen einen schönen Abend, die wollen sich gut unterhalten, die wollen gut essen, gut trinken, und ob es da jemand für 150.000 auftritt oder jemand für 3.000 auftritt, ist denen, glaube ich, in dem Moment egal. Von Beginn an zu dem, was heute ist, Corona ist noch ein zweites Thema, die Spielleistung, die Sie beide im Jahr auf die Bühne bringen, ist das immer noch wie am Anfang genauso viel oder ist das mehr geworden auf Dauer oder nimmt man sich ein bisschen zurück, weil man jetzt durch die Komödie natürlich auch andere Künstler mit einlädt und denen natürlich auch einen Platz bietet? Aber also wir sagen eigentlich schon seit 30 Jahren, nächstes Jahr machen wir weniger. Es hat sich aber irgendwie ausgenommen in Pandemie. Also die ganzen freien Tage, die wir so über die letzten 30 Jahre vermisst haben, haben wir jetzt durch die Pandemie wieder reingeholt. Also wir haben uns jetzt nach 30 Jahren mal ausgenommen. Wir haben immer so um die 300 Auftritte im Jahr gehabt. Und es sind 300 immer Auftritte. Sind immer so, manchmal waren es dann 250, 260, 250 waren es nie, 270, 280, dann waren es dann wieder 310. Aber es waren immer so um die 300, wenn man Fernsehen dazu zählt, ne, und dann die ganzen Geschichten, die man außerhalb auch macht. Und da kommt schon was zusammen. Und das zehrt schon an einem, das merkt man schon. Aber die Spiellaune hat es nie gefehlt, weil sobald Publikum da war, hat es uns wahnsinnig Spaß gemacht. Aber das ist ja das Schöne, wenn einer von uns halt mal eine Menge Durchhänger hat oder ein bisschen kränkelt, wenn er ein bisschen Schnupfen hat oder was weiß ich, leichte Grippe, dann spielen wir uns gesund. Ne? Dann gehen wir raus und nach diesen zwei Stunden haben wir so viel Adrenalin und Glückshormone ausgeschüttet im Körper, dass uns wieder gut geht. Und dann geht es uns dann wieder besser und wir werden wirklich ganz, ganz selten krank. Weil wir so viel Abwehrkräfte wahrscheinlich durch dieses... Wir lachen ja mit. Ne? Ja. Es ist ja nicht bloß, dass der Zuschauer zwei Stunden lacht, sondern wir haben innerlich lachen wir ja auch mit. Manchmal sieht man es auch, dass wir mitlachen. Also wir haben genauso viel Freude wie die Zuschauer. Ne? Und das ist einfach für das Wohlbefinden immer gut. Wenn man und das ist genau das, was ich schon damals gesehen habe, wo ich dachte, Donnerwetter. Also da springt was über. Da geht irgendwas von der Bühne, von Ihnen beiden geht da raus, ins Publikum rein
und verteilt sich wie so ein Feuerball. Ne? Und jeder ist dann schon dabei. Also das ist unabhängig davon, ob man jetzt das Sujet als solches mag oder nicht mag, aber diese Spiellaune, diese Spielfreude, die ist einfach toll. Und da kann ich aber nur sagen, Gott sei Dank, dass unser Einkommensteuergesetz das nicht noch zusätzlich besteuert. Vergnügungssteuer. Eigentlich müssten wir von den Krankenkassen Gelder kriegen, ja, weil die Leute ja auch wirklich befreit rausgehen. Also wenn man wirklich mal 2 Stunden durchgelacht hat, und das passiert ja oft, dass sie sich schreien vor Lachen, weil es dann einfach so ein Blödsinn ist, der auf der Bühne passiert, und man kann nur lachen. Und am Schluss sagt man, warum habe ich eigentlich gelacht? Aber das fördert so die Gesundheit. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, wie sich positiv das Lachen auswirkt. Da wäre eigentlich die Krankenkasse gefordert, uns auch Beiträge zu geben. Ja, wir denken drüber nach. Also ich bin eher am Überlegen, ob ich nicht mal jemanden von der Krankenkasse einlade. Dann könnten wir mal ein interessantes Gespräch machen. Jetzt werden Sie irgendwann ab 98 Unternehmer. Das heißt, Sie sind nicht nur Schauspieler und stehen auf der Bühne, sie werden ja ihre eigenen Direktoren, ihre eigenen. Ja, das hat 91 eigentlich. Unternehmer, ne? Haben unser eigenes Theater gegründet, haben die kleine Komödie Mautkiller aufgemacht, haben dann GdBR gegründet, ne? Das, und haben da, war damals für uns wahnsinnig viel Geld, jeder 5.000 Mark. Haben wir da investiert, 91, das war 91, 10.000 Mark, dass wir in diesen Nebenraum vom Mautkeller da halt kleines Theater installiert haben mit einem Drahtseil, das wir gespannt haben, einen Vorhang, den wir mit der Hand auf- und zugezogen haben, ein bisschen Kulissen gemalt und so. Das hat gerade so gereicht, das Geld, damit wir halt anfangen konnten, dass wir uns erst einen Spielplan gedruckt haben, Plakate gedruckt haben, und da waren wir ein Unternehmer und haben dann gedacht, das, was wir einnehmen, das gehört uns auch. Und da war natürlich, ging es dann gleich los mit 100 Leuten oder mit 100% Auslastung, da waren das wenigste bei mir, waren 7 Leute bei einer Vorstellung. Ja. Ne? Und damals hat der Eintritt 12 Mark gekostet. Da überlegt man, ob der Strom von der Deckenlampe überhaupt nachher. Nee, das haben wir eigentlich gar nicht überlegt. Aber das hat uns auch Spaß gemacht. Und diese 7 Leute, die kenne ich heute noch, die kommen heute noch. Mit denen habe ich dann mit Handschlag verabschiedet. Ich war mit Badudern mit denen. Wenn man so einen schönen Abend macht, also das vergessen die auch nicht. Und das haben die natürlich 100-fach erzählt, dass die an den Anfängen in der Komödie da waren, und da hat er vor 7 Mann gespielt. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Und das sind alles Momente, wo du wahnsinnig was lernst. Und da haben wir aber auch gelernt zu wirtschaften, und haben dann unsere beiden Kollegen sind dann dazugekommen, der Michael Urban, der Marcel Gaste, die wir ja schon aus der Schule auch kannten. Der Marcel Gaste war mein früherer Sketchpartner, und der hat dann ein bisschen ausgesetzt. Und so sind wir dann zu viert rangegangen an dieses große Projekt, was ja damals 4 Millionen gekostet hat. Was ja auch durch die Zeitung ging, ne? Also das war ja... Jetzt ein ganz kleiner Sprung. Wir sind ja dann in den Stadtpark gewechselt, haben da die Zuschauerzahlen verdoppelt und haben dann später im Stadtpark den großen Saal umgebaut. Also wir haben ja schon für eine Million. 95 eine Million investiert in den Umbau, das sieht man heute nicht mehr im Stadtpark-Restaurant, weil die alles zurückgebaut haben. Aber wir haben da einen richtigen Umbau gemacht, einen großen. Also Wintergarten-Varieté-mäßig mit Sternenhimmel, tausende von Licht. Dann sind extra nach Berlin gefahren, haben uns den Wintergarten angeschaut da in Berlin und haben das so nachgebaut. Das war wunderschön. Eigentlich das schönste Theater war eigentlich dieses Intimste, weil es waren 270 Plätze, waren so kleine Logen gehabt. Und da haben wir schon investiert, da muss schon Geld reinkommen. Und dann haben wir ja 98 Fürth aufgemacht, und dann haben wir ja noch 2 Jahre beide Häuser geführt. Das heißt, es wurde Nürnberg bespielt und Fürth. Das hat uns ja auch nochmal viel Geld gekostet, weil wir gesagt haben, wir möchten auch das Boulevardtheater einführen, hatten dann Ingrid Steger, Gürt Böttcher, Horst Janssen und diese ganzen damaligen Größen mit den Stücken. Das hat ja alles Geld gekostet. Und das kam ja gar nicht rein, weil die Einkäufe eigentlich teurer waren als die... Boulevard war da in Nürnberg noch nicht bekannt und auch nicht gewollt, ne? Man kannte es einfach nicht. Wenn man was nicht kennt, will man es meistens auch nicht, sinnigerweise. Ja, Tradition in Nürnberg, ne? Tradition. Also nach dem Krieg, das ist wie jetzt Komödie München oder Düsseldorf, oder die waren eingeführte Häuser. Sie haben ja eine Kooperation mit dem Ohnensorgtheater, ne? Hatten wir jetzt oder lange Jahre, jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, weil Ende dann auch gewechselt hat. Aber die haben wir am Anfang, das war das erste Gastspiel, das wir eingekauft haben, der verkaufte Großvater vom Ohnensorgtheater 4 Wochen in Nürnberg. Und das war eine Riesensumme, 6-stellige Summe, die wir da zahlen mussten. Und das wir dachten halt, Ohnensorgtheater ist bekannt durchs Fernsehen und da kommen die Leute, aber das haben wir nicht, war nicht gut verkauft. Und wir haben gedacht, den Preis, den die aufrufen im Katalog, den muss man zahlen. Später sind wir dann schon drauf gekommen, man kann ja auch mal verhandeln ein bisschen. Das haben wir damals schon auch verhandelt. Aber der war noch nicht gleich doch, verhandelbar. Doch. Also ich glaube, was das Thema Lehrgeld angeht, gibt es wohl noch einiges. Aber sie entwickeln sich weiter und haben,
90 Mitarbeiter, alles in allem. Jetzt so. Momentan sind es wieder weniger. Also wir haben 45 Feste, die sind geblieben. Ja. Da ist jetzt ein einziger abgesprungen während der Corona-Zeit. Aber halt natürlich diese 450-Euro-Kräfte, da haben viele Studenten gesagt, sie müssen jetzt woanders dann hingehen. Sie brauchen trotzdem mehr Kohle. Ne? Da das haben wir jetzt als momentan haben wir auf der Paypal, glaube ich, 70 stehen. Mit Mitarbeitern für ein Ensemble, was dazukommt? Oder nee, das sind Freie, die werden dann extra dazu. Ne? Ja, ja, wenn man im Haus von Technik, Verwaltung, Gastronomie, das sind die Festangestellten und wenn wir da unsere Stücke spielen, dann... Das Grüne Brauhaus ist ja, gehört ja auch zu uns. Das ist, viele denken, das ist vermietet, da ist ein Pächter drauf, das machen auch wir. Also ne, wir sind... Ich kam über die Theaterunternehmer gar nicht mehr drüber weg, weil Gastronomen sind sie ja natürlich auch noch. Ne? Das ist ja... Ja, es ist ein Betrieb, wir haben einen Felsenkeller für der Stadtwald auch. Das ist ja auch ein Biergarten mit 1000 Plätzen. Das ist ja auch ein Riesenunternehmen für den Sommer. Also du brauchst dann, wenn es dann mal richtig läuft im Sommer, haben wir an die 120, 130 Leute, die für uns arbeiten. Ne? Ja, und leider Gottes funktioniert das momentan aus einem einzigen Grund nicht, weil Sie einer Branche zugehörig sind, die schlicht und ergreifend unter die pandemischen oder unter die Corona-Beschränkungen fallen. Und gar nichts machen dürfen, weil der Dienst am Kunden schlicht und ergreifend ja, untersagt ist. Ja, und weil wir auch die schlechteste Lobby haben, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Warum erheben sich eigentlich die Künstler nicht und machen nicht eine Künstlerlobby auf? Also im Deutschen Bundestag in Berlin hat, glaube ich, das habe ich von einem Vertreter des Mittelstandes mal gehört, da kommt auf jeden Bundestagsabgeordneten 5 Lobbyisten aus der Industrie. Muss man sich mal vorstellen. Und wir haben knapp 700 ein paar zerquetschte Bundestagsabgeordnete. Da kann man sich das jetzt mal hochrechnen, wie viele Lobbyisten in Berlin rumrupfen. Warum gibt es das nicht für Künstler? Was passiert da? Unterhält man sich untereinander mal? Oder? Ich glaube, die Verknüpfung ist nicht so da. Ne? Es gibt keinen großen, wie soll man sagen, Verband. Es gibt jetzt für die staatlichen Theater, die ja im Bühnenverband zusammen, ne, ja. Kann man sich als Privater auch mit anmelden. Das ginge schon und da wird auch was getan. So ist es ja nicht. Aber trotz alledem sind so diese Künstler, jeder ist so ein Einzelkämpfer auch. Das ist ja für uns schon, sind wir schon eine Ausnahme, weil wir zu zweit bzw. zu viert agieren und über so viele Jahre auch gut miteinander umgehen. Es gibt wenige Duos, die so lange durchhalten, die miteinander auftreten. Das ne? Und bei uns ist diese, sag ich mal, die Zeit rum, wo man vielleicht sich noch getrennt hätte. Das haben wir Gott sei Dank niemals in Betracht gezogen, weil wir halt auch immer diese Schulden dann hatten und wussten, wir brauchen einander. Und ich will jetzt nicht den anderen auszahlen, weil dann habe ich ja noch mehr Schulden und so. Also das war nie, das kam auch, also mir zumindest nie in Sinn, dass ich sage, ich höre jetzt auf oder ich will mich jetzt trennen von Martin und bei ihm wahrscheinlich genauso wenig. Hä? Hm? Ja. Ich gebe darauf keine Antwort. Weil naja, das wäre vielleicht auch falscher Ehrgeiz. Ne? Weil, naja. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Also wenn was gut funktioniert, wenn man gut zusammenarbeitet, warum soll man das aufgeben? Aber ich glaube, unsere Branche ist auch zu gemischt. Also man muss die gesamte Veranstaltungsbranche sehen. Das ist ja vom Hardrock-Konzert über Schlagerfestival, über kleine Kabarettbühne. Also es ist, und da Literaturcafé, staatliches Theater. Alles, und da gibt es einfach keine Verband oder Zusammenschluss, hat noch keiner ins Leben gerufen, weil es auch zu unterschiedliche Interessen dann sind. Ne? So ein Literaturcafé hat andere Voraussetzungen als jetzt ein Konzertveranstalter, der auf der Waldbühne Berlin irgendwas macht. Ne? Aber alle eint momentan ja das Gleiche. Sie dürfen alle nicht arbeiten. Ja, es hat natürlich einige Versuche gegeben, Alarmstufe Rot und immer wieder Aktionen, die passiert sind. Jetzt sind die Friseure dran. Also, das sind ja noch viel mehr, die dahinter hängen, ne? die man erst gar nicht sieht. Das ist von der Maskenbildner, der Bühnenbildner, das ganze Ticketing in den Vorverkäufen. Selbst die Reinigung verdient weniger Geld, weil wir weniger Kostüme zum Reinigen haben. Und das zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Und dann fehlt den Leuten das Geld, dass sie später wieder ins Theater kommen. Also es ist schon, und es ist ein Zwang. Also wir haben wie das losging, haben wir unser Haus umgerüstet in der Gastronomie, auch im Theater. Wir haben neue Belüftungssysteme eingebaut, Hygienekonzepte. Wenn wir diese Vorlagen alle erfüllt haben, hat der Staat gesagt, so, das habt ihr schön gemacht, aber wir machen jetzt zu. Ja, und wir seit März, kann man sagen, ist bis auf die kurze Unterbrechung im Herbst, ist es über fast ein Jahr her, wo einfach nichts geht und sich auch keiner Gedanken macht darüber. Und wie geht man damit abends ins Bett und wacht damit morgens auf? Sind die Sorgen überhaupt noch aus dem Kopf zu kriegen? Ja, wenn diese Hilfen, die zugesagt wurden und so ne, unbürokratisch und schnelle Auszahlung, Novemberhilfe zum Beispiel, wenn das kommen würde, dann hätten wir weniger Sorgen. Ja. Aber wir haben bisher, und es ist jetzt heute Ende Januar, haben wir
oder Anfang Februar. Es ist wenig. Es ist 10.000 Euro sind bisher gekommen. Ja, damit kommen Sie ja nicht weit. Und wir haben sechsstellige Summen, die man Löhnen zahlen müssen. Haben jetzt quasi 4 Löhne bezahlt mit inklusive Weihnachtsgeld. Wie soll das funktionieren auf Dauer? Da gehen einige und viele wahrscheinlich werden pleite, wenn wir nicht so gespart hätten und unser Ganzes, was wir so erwirtschaftet haben, nicht ausbezahlt haben damals die Gewinne, sondern in der Komödie gelassen haben, weil wir halt immer mal vorgesorgt haben, wenn einer vielleicht einmal ausfällt, wenn einer mal ein halbes Jahr nicht da ist oder krank ist, dass der andere dann, dass man dazu weitermachen kann, aber dass man jetzt gar keine Einnahmen hat, das ist dann schon, da wird schon schwierig. Da reicht auch der Schnitzelverkauf von Mittwoch bis Sonntags nicht so ohne weiteres. Ne? Das langt gerade mal die Fritteuse am Laufen. Das läuft zwar gut und wir sind sehr dankbar, dass die Leute auch Essen holen, aber das ist wirklich zum Großteil nur etwas, damit wir auch unsere Leute beschäftigen können, dass sie eine Aufgabe haben, weil denen fällt ja auch die Decke am Kopf. Und das Servicepersonal, das braucht ja auch ein wenig Trinkgeld. Die leben ja nicht nur vom Lohn, sondern auch vom Tipp. Ja, ne? Das ist, ja, und die um Gottes Willen, die Kleinbeschäftigten, also die 450-Euro-Mitarbeiter, die kriegen ja gar kein Kurzarbeitergeld. Das ist ja noch das Verrückte obendrauf. Da bestraft der Staat ja die, die noch ein bisschen was nebenbei sich verdienen wollen, ja nochmal. Man kann das Kurzarbeitergeld, das kann man schon mal positiv erwähnen, dass das relativ unbürokratisch ging und auch verlängert wurde, sodass man also ohne Schwierigkeiten die Mitarbeiter halten kann. Oder was jetzt bei uns ja auch noch auf dem Theaterbereich ist, unsere ganzen Schauspieler, die werden jetzt engagiert gewesen bei uns von Herbst bis durch. Und die kann man halt durch das Kurzarbeitergeld auch noch unterstützen und dann kann man noch entsprechende Zulagen zahlen, dass die auch am Ball bleiben. Also wir haben ja auf unserem Stammensemble, gibt es jetzt schon 3, die gesagt haben, wir hören auf, sondern suchen uns einen anderen Beruf, weil wir müssen leben, wir müssen unsere Familien ernähren und einfach gesagt haben, Bühne geht nicht mehr, wir suchen uns jetzt einen anderen Job noch. Ja, 60% ist natürlich nicht unbedingt wirklich viel, wenn man nicht nur irgendwo was drauf satteln kann. Stichwort dazu Crowdfunding, wie hat es funktioniert mit dem Spendenaufruf? Super, sehr gut, also wir waren da sehr, sehr dankbar, da sind 70.000 Euro zusammengekommen. Wir konnten und können seitdem wirklich diese Aufstockung machen, dass die Leute eben wirklich ihr volles Gehalt haben. Nicht nur das Kurzarbeitergeld, sondern wir stocken dann den Rest auf, damit die ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber ich finde, es ist momentan, wenn du den Fernseher aufmachst, nur noch Corona. Das ist, und jetzt sind auch schon mal zwei Komiker da. Wir müssen nicht bloß über Corona reden. Die Leute wollen auch einmal was anderes hören. Ich finde, nur eins möchte ich nur sagen, dass die Perspektive fehlt, ja, dass die Politik nicht irgendwann einmal jetzt gesagt hat, heucht her Leute, wenn wir die Inzidenz haben von 50, von 35, von 27,5 oder von was weiß ich, dann machen wir die Theater wieder auf, dann machen wir die Gastronomie wieder auf, dann machen wir das und das. Ja. Es gibt keinen Masterplan, wie sie die Öffnung wieder machen wollen. Und das ist das Schlimme, dass die Perspektive fehlt und das ist für alle Künstler, aber auch für die Zuschauer, für die Menschen daheim so schwierig, weil sie aus diesen tristen Alltag nicht mehr rauskommen. Jetzt auch noch mit dem Regenwetter, Schmuddelwetter. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute sich schon umgebracht haben, wie viele Leute an Einsamkeit sterben. Das wird nicht dagegen gerechnet. Und das ist das Schlimme eigentlich. Ich fordere Perspektive und dass wir wissen, wie geht es weiter. Da bin ich dabei. Sie haben ja wenigstens den Versuch gestartet, einen Ausweg zu machen. Livestream ist das Stichwort. Es gibt also eine Veranstaltung von Waltraud und Mariechen zum Beispiel. Nicht nur jetzt Waltraud und Mariechen. Am 14. Februar. Was gibt es denn noch? Mal einfach erzählen. Ja, wir haben einiges an neuen Sketchen vorbereitet, die noch keiner gesehen hat. Die werden wir da bringen. Und wir haben Zeit gehabt, in unseren Fotokisten und Videokisten zu kramen. Und haben wirklich tolle Sachen gefunden, wo wir selber schon immer wussten, dass wir das mal gemacht haben. Und machen so kleine 1-Minute, 1,30er-Minute mal dazwischen, wo man mal sieht, wie wir angefangen haben. Eben so ein 91 aus dem Mautkeller zum Beispiel oder aus dem Stadtpark oder noch vorher, als wir noch alleine jeweils gespielt haben. Das interessiert die Leute auch einmal. Mensch, wie war denn das, als die mit 15 Jahren ihr erste Show gemacht haben und so. Wie war denn das damals? Und da gibt es Videoaufnahmen und die haben jetzt digitalisieren lassen. Die werden mit kurzen Sequenzen eingestellt.
eingespielt, aber der Hauptteil, also sagen wir 90%, ist live aus der Komödie Fasching Sonntag, Fasching der Hamm ist das Motto. Also wenn man schon nicht weggehen darf, kein Straßenfasching hat, keine Hausbälle, keine Faschingsbälle, dann kommen wir wenigstens und wollen am Fasching Sonntag den Leuten wegen gute Laune geben. Es ist ja auch der Valentinstag, ne? Ist zwar Sonntag, auch wenn es Valentinstag heißt, aber das passt auch dazu. Also wir haben Fasching, man kann natürlich das auch so als Pärchen genießen und mal über andere lachen und danach. Könnte man mal die eigene Ehefrau den Partner überraschen und sagen, horch Schatz, ja, ich lade dich ein in die Komödie Fürth. Und wir bleiben daheim. Was ist denn am Valentin immer so, warum macht man denn das? Warum geht man schön essen, Rosen schenkt man sich, man trinkt Champagner oder Sekt, ja, dann geht man nach Hause und es wird doch ein sehr bewegter Abend noch, ja, wollen wir mal so die sagen. Hoffnung. Ne? Die Hoffnung, genau. Manche haben auch Angst davor. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt, das sind wir beide für heuer, ja, am 14. Februar machen wir das Vorspiel. So ein Vorspiel hatten, das hatte das Pärchen noch nie. Und ich sage mal, so einen lachenden Höhepunkt, ja, was die dann erreichen werden, werden sie auch nur einmal im Leben haben. Und ja, das allein ist der Stream wert, dass man einmal einen lachenden Höhepunkt erlebt. Ob man halt dann noch die Gedanken wieder rauskriegt zu dem, was man gesehen hat, ist eine andere Frage. Ja. Ja, und wenn man dann ein paar Jahre später Revue passieren lässt und dann fragt, sag mal, warum war das eigentlich so schön? Und man sagt, naja, Heißmann und Rassau waren ja mit dabei. Ja, waren dabei, ne? Da haben wir mal einen flotten Vierer gehabt. Jawohl. Könnte passieren. Ja. Ja, wir zeigen ja auch Bilder, wo wir, du warst Angela Merkel, ich Barack Obama. Jetzt ja, winnst du beim dabei bist und dann kommt dir dieses Bild in den Sinn oder wie wir die beiden Päpste waren. Ob da nur was geht, weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Aber viele stehen doch auf Rollenspiele. Da ist wenigstens gut gelacht, das ist doch auch schon was. Ist doch auch schon was wert, genau. Also ich meine, besser als gar nichts. Wie ist das mit dem Kondomlieferanten? Nein, mit dem Lieferservice. Lieferservice. Ich habe einen Kumpel, der macht jetzt einen Kondomlieferservice auf. So, also nicht das To-Go-Geschäft, sondern für Haus zu Haus. Hat schon einen Werbeslogan gemacht, wir kommen, bevor Sie es tun. Da kann ich aber mithalten. Ja. Da kommt eine Frau zur Apotheke und sagt, ich hätte gerne einen schwarzen Tampon. Oh, sagt er, das ist aber sehr ungewöhnlich. Er sagt, ich bin in Trauer, ich möchte meinen Mann auch dort ehren, wo er mich am meisten beglückt hat. Da sagt der männliche Kunde daneben, haben Sie auch schwarze Kondome? Da sagt der Apotheker, haben Sie auch einen Trauerfall? Nein, sagt er, aber ich möchte einen Kondolenzbesuch abstatten. Oh, jetzt tun wir uns jetzt. Das weiß ich nicht, ob das geschnitten wird. Aber gut, das wissen wir auch nicht. Das ist täglich egal. Brot, dass wir beim Fernsehen sind und was geschnitten wird. Wie weit darf Unterhaltung gehen? Ich habe immer gemerkt, bei Ihnen ist es lustig und ab und zu auch zotig, aber es ist nie frivol im Sinne von unter die Gürtellinie gehen. Das gibt es ja eigentlich. Ja, weil unser Slogan lautet ja auch, unterhalb der Gürtellinie ist genügend Platz für Anständiges. Ne? Also man kann den schon, kannte ich noch nicht. Ja, und wenn gut, man die Hosen runterlässt, ist die Gürtellinie ganz woanders. Ja. Das stimmt. Mhm. Ne? Das ist eine Frage der Perspektive. Ja, das ist der gute Geschmack. Wir sind beide gut erzogen von ganz einfachen Elternhäusern, die wir gehabt haben, Handwerkern und da hat man auch mal, war man auch mal zotig, aber es ging eben nie unter die Gürtellinie. Und das haben wir gelernt und das haben wir einfach so in uns drin. Gute Zote ist auch lustig, da gibt es nichts dagegen natürlich zu sagen. Und solange man niemanden verletzt, also einen anderen, ist doch alles erlaubt. Das ist doch bei uns fränkischen Dialekt ist das so schön, weil wir können viele Sachen sagen, die wir jetzt im Hochdeutschen, wenn Sie das sagen würden, in dem schönen Deutsch, dann klingt das schlecht. Aber wenn jetzt mir Franken zum Beispiel sagen, also du bist da so Arschlöchler, dann ist ein Arschlöchler, ist das keine Beleidigung, sondern das ist ja schon wieder eine Liebkosung. Ne? Und das klingt in Franken alles mit dem La und ne, diese Verkleinerungen, Deppala, ne, du, ne, das ist einfach immer trotzdem nett anzuhören. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das liegt daran, dass ich mich auch wirklich ernsthaft bemühe, nicht fränkisch zu sprechen, weil es würde nicht funktionieren. Also ich lebe schon sehr lange hier, aber... Wo sind Sie gebürtig? Bremen. Oh, da kommt mein Vater her und du hast trotzdem hervorragend fränkisch gesprochen. Da war er wahrscheinlich ein Sprachtalent. Ja, da kam als Kind schon nach Franken, nach Fürth. Ja. Und die Stiefgroßmutter, die haben schon arifränkisch gesprochen. Also aber er konnte auch noch das Bremerisch, das hat er sich beigebracht. Schöne Stadt Bremen. Ja. Müssen wir mal hinfahren. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, es gibt überall schöne Städte. Ihr habt ja, oder Entschuldigung, Sie haben ja aus Fürth ja auch etwas gemacht, mitgemacht, was ja die Fürther selber dann auch vorangetrieben haben. Es ist eigentlich mittlerweile in der Region ja überall. Ja, wirklich sehenswert. Uns geht es generell schon sehr gut und dass wir auch trotz Corona, dass man so lange auch durchhalten kann, da sieht man schon, dass es unterm Staat, dass es schon
dass er vieles möglich macht. Also da geht es anderen Ländern viel, viel dreckiger. Ne? Wenn man über Corona lachen darf, wie war es mit Veit-Zürchheim? War das eine schöne Veranstaltung im Sinne von, wir haben zwar kein Publikum, aber wir haben zumindest unseren Spaß gehabt? Also, dass wir jetzt kein Publikum haben, da haben wir uns jetzt schon langsam dran gewöhnt. Also okay. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dass natürlich Corona ein großes Thema war, weil es ist ja eigentlich nichts anderes passiert. Es ist ja eigentlich ganz im letzten Jahr alles ausgeblendet gewesen oder überschattet von Corona. Aber nichtsdestotrotz hatten wir alle Spaß. Wir haben sogar mit den Kollegen Proben gemacht ohne Fernsehen, um uns darauf vorzubereiten. Das war auch mal schön. Das kannten wir gar nicht so von früheren Zeiten her. Und es gibt ja viel Kritik. Dass da, warum muss man das jetzt machen? Warum brauchen wir jetzt Fasching? Warum brauchen wir natürlich brauchen weil wir das, ist. Weil die Leute jetzt auch einmal ein wenig Abwechslung wollen. Dass ja. Man sich einfach mal 2 Stunden hinsetzt und zumindest dann zu Hause, dann gestern Abend, Fasnacht in Franken sich anschaut und vielleicht dann noch Skype nebenher mit anderen Freunden in Verbindung ist und dann über die Witze lacht oder man sagt, ne, der war jetzt nicht so gut, der war gut. Es ist natürlich anders gewesen, wie normal. Es ist ja logisch. Wir können es nicht gleich machen ohne Publikum. Aber wir haben das Beste versucht, daraus zu machen. Und entweder es hat jetzt einem gefallen oder es hat einem nicht gefallen. Aber da jetzt darüber zu reden und sagen, das hätte man überhaupt nicht machen dürfen und es war ein Fehler und was da Testkapazitäten. Wir haben genug Testkapazitäten in Bayern und die Künstler wurden alle 2 Tage getestet, wenn man dort miteinander gearbeitet hat. Wir haben niemanden einen Test weggenommen und es war eine sichere Sache. Es war kein Corona-Fall. Und ich fand es wirklich, ich habe am Anfang auch wenigstens war skeptisch, wir haben lange überlegt, ne, wie machen wir es. Aber es ist eine gute Lösung rausgekommen, eben mit so einem kleinen Vorspiel, was passiert, wenn Künstler den BR ersetzen. Wir waren die Tontechniker, der Olli Schmelzer war der Kameramann, der ja, Michael Müller war der Regisseur. Ne, und so. Und das war doch eine nette Einleitung. Und dann kam eben die Sitzung mal anders wie sonst. Ein bisschen Publikum hatten wir ja, die haben gut gelacht. Und es gab ein paar Überraschungen. Also, und ich glaube, so wie ich die Reaktionen da gesehen habe in den sozialen Netzwerken, den meisten Leuten hat es da sehr gut gefallen. Man muss doch mal wieder was anderes zeigen im Fernsehen. Die ganzen Talkrunden mit immer den gleichen Gesichtern. Ich möchte auch keine Namen nennen, aber es sind ja immer die gleichen Hackfressen drin. Entschuldigung, dass ich so ausdrücke, aber man kann es irgendwann nicht mehr sehen. Darum ja die Maskenpflicht. Ne? Ja, aber im Fernsehen haben wir ja nicht. Man hat's ja leider. Oder es gibt keinen Sender, der nicht auskommt, ohne einen Arm zu zeigen, wenn man ganz frisch der geimpft wird. Die, wenn man das zusammenzählt, wie viele da schon geimpft wurden im Fernsehen, müsste man in Deutschland schon durch sein. Also ist doch schön, wenn man einfach mal was anderes wieder sieht, ja. Auch wenn jetzt kein Publikum drin war, wenn man jetzt daheim selber überlegen musste, war es lustig oder nicht, ne, weil keiner vorgelacht hatte. Aber ist doch schön, einfach mal abschalten und ein bisschen was anders hören und wegen an Spaß haben. Das ist das, was wir doch brauchen. Das ist so wie in der Diät, wo man sich einfach mal die Schokotorte gönnt. Ob öffentlich oder heimlich, aber man braucht mal an Spaß. Ja, genau. Okay. Wir bräuchten mehr Schokototten. Mehr. Das ist momentan. Also wenn wir es so sehen, brauchen wir mehr, weil wir haben einen Lockdown Light, aber das ist ja genauso schwachsinnig, als wenn die Cola Light nehmen und abnehmen dabei. Das funktioniert doch auch nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Ein schönes Statement eigentlich zum Schluss, aber trotzdem, ich habe immer am Ende meiner Sendung so eine Frage. Was wäre momentan Ihr persönlicher Wunsch, den Sie formulieren könnten? Fange ich mal, weil Heißmann fängt immer mit H im Alphabet vorne, das finde ich immer ungerecht. Wenn man mein R wegen nuschelt, Assau, dann bin ich beim A vorne. Nein, ich lasse gerne meinem Kollegen den Vortritt. Ich bin gespannt, was er sich einfallen lassen. Also, dann gebe ich den Ball wieder zurück, Herr Heißmann. Was ist mein größter Wunsch? Dass ich auf meine Bühne kann, dass ich Menschen zum Lachen bringen kann. Das ist momentan wirklich der größte Wunsch, nachdem, also alles andere, dass man gesund ist und pipapo, das ist ja immer vorausgesetzt, dass man dann auch auf die Bühne kann. Und deswegen ist eben einfach spielen, rausgehen, lustig sein, mehr lachende Gesichter sehen. Das wäre meins jetzt. Ich glaube, da haben Sie schon alle Fans und die es noch werden, schon hinter sich. Die sind dabei. Ich möchte den Text schon können fürs nächste Stück. Der verkaufte Großvater steht an bei uns. Der verkaufte Großvater. Und wir hoffen ja, dass nach Ostern wieder weitergeht. Aber davor sind ja die Proben. Proben bin ich nicht so der Freund. Und Text lernen auch nicht so. Den, wenn ich schon können, dann würde ich noch viel entspannter rausgehen. Darf ich nur ganz kurz was sagen? Was das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil die Menschen, wenn man es jetzt so gewohnt, dass man nicht mehr weggeht, dass man nicht mehr fortgeht. Ganz wichtig ist, liebe Zuschauer, dass Sie Karten kaufen. Nicht nur für die Komödie, generell für Theater, für Kulturbetriebe, für Kinos. Dass Sie Karten kaufen jetzt auch für die Zukunft. Ich schaue Sie an.
damit wir wieder loslegen können. Wenn es dann losgeht und dann kommen erst so langsam drei, vier Leute, dann langt es ja nicht, sondern Sie müssen jetzt schon Karten kaufen für April, für Mai, für Juni, für Juli. Und sollte es nicht stattfinden, in der Komödie gibt es auch das Geld zurück. Da gibt es keine Gutscheine, wenn Sie wollen, gerne einen Gutschein, aber es gibt das Geld zurück. Das hat diese Garantie geben wir Ihnen, damit wir, wenn es losgeht, wieder mit Menschen arbeiten können. Bitte unterstützen Sie alle Theater und Kinos und kaufen Sie jetzt schon Karten für die Man Zukunft. gibt doch eh so wenig Geld aus momentan. Da könnte man doch gleich einfach sagen: Mensch, jetzt, ich kann nicht in die Kneipe gehen, kann da nicht hingehen, dann kaufen wir jetzt schon Karten, hängen wir es an den Kühlschrank und freue mich. Also dann, wo soll es denn hin, das Geld? Also wenn man es übrig hat. Und es ist auch ein sehr schönes Geschenk für den jeweiligen Partner, wo man sagt: Schatz, ich habe Heiß Monarassa eingeladen. Genau, Ostern Ostern, kommt, ne? Ostern Genau. kommt. Ja. Das hat mich gefreut. Uns auch. Das Also war mich schön, zumindest. das war spaßig. Nicht Ja, überhaupt nicht, den nein. nicht. Ja. Mich hat es nicht gefreut. Das ist, ich bin nicht genötigt Ja, worden, das hierher ist zu kommen. Ich brauche ich immer noch weiß. Luft, weil im 18. Stock hier diesem Studio, bis man rauslaufen ist. Im Business Tower sind wir hier. Ja. Gute Zeit allen beiden. Toi, toi, toi. Ihnen, der Komödie, den Mitarbeitern, den neuen Produktionen und alles, was kommt. Geschafft. Und wir werden irgendwann uns wiedersehen und nochmal einen Dreh machen, mal schauen, wie es sich Bis dann entwickelt war. hat. Genau. Aber Ja. Noch ich drücke einmal die Zeit, Daumen. noch könnt ihr anrufen. Wir sind am nächsten, eine Stunde sind wir da. So, Wir haben jetzt Zeit. geht's noch. Jetzt habt Genau, ihr noch alles Zeit. Gute und Okay. vor allem unseren Zuschauern auch. Alles Gute. Meine Damen und Herren, zwei super sympathische Helden unserer Unterhaltungsszene. Das lohnt sich. Kaufen Sie Karten. Der Aufruf ist nicht umsonst. Es war ein schönes Interview, fand ich. War unterhaltsam, war spaßig. Wir sehen uns wieder kommenden Samstag. Freue mich. Bleiben Sie gesund. Gute Zeit. Wiedersehen.